Hallo ihr Lieben, hier ist Danny von Stempeltier. Wie versprochen, heute mit der Anleitung für diese Kartenbox. Ich habe jetzt die Schleife schon mal aufgemacht, dass ich euch da mal rein das Ganze öffnen kann. Also es passen, aktuell sind da glaube ich 5 Karten drin. Je nachdem, wie doll ihr die dekoriert, ja, könnt ihr die hier reinmachen. Und hier habe ich auch tatsächlich schon die erste Karte für euch. Ich habe ja gesagt, ich mache ein paar Beispiele noch in den kommenden Wochen mit diesem Set hier aus dem Jahreskatalog, was jetzt erst kurzfristig bei mir eingezogen ist. Aber ich denke, das lässt sich prima zu allem Möglichen an Grunddesign kombinieren. Deswegen hier schon mal die erste Idee der Innenkarte. Die anderen Karten teilweise kennt ihr schon, steckt die da auch wieder rein, gehen natürlich auch Querkarten. Dafür habt ihr ja die Anleitung schon gesehen. Wer sie nicht gesehen hat, die gibt es auf meinem YouTube-Kanal. Also diese Dreier-Designer-Papier-Karte, auch die könnt ihr nachbasteln. Aber wir wollen ja jetzt nicht die Karten machen. Ups. Wir wollen ja jetzt die Box machen. Wenn ihr euch schon Farbkarton zurechtgelegt habt, dann gebe ich euch jetzt gleich am Anfang die Maße. Die stehen aber auch oben in der Infobox. Und eine ausführliche Anleitung gibt es dann, ich denke mal, morgen übermorgen auf meinem Blog. Ihr braucht 2 Stück Farbkarton, um euch die Grundbox, das ist einmal außen und einmal innen, zurechtzuschneiden. Hier ist mein Spickzettel. Die Außenbox ist 10¼ Inch in der Länge. Ihr habt ja auch die Inch-Angaben hier auf dem Papierschneider. Also lasst euch da nicht in die Irre führen, dass ich nicht in Zentimetern das Ganze mache. Vielleicht habe ich noch die Lust und die Zeit, das umzurechnen. Momentan habe ich mich an die Maße gehalten einer amerikanischen Kollegin, der lieben Cindy Libby. Und deswegen in Inch. 10¼ Inch mal 6 Inch. Das heißt, wenn ihr aus den großen Bögen arbeitet, aus den 12x12er Bögen, bräuchtet ihr sogar nur ein Blatt. Wenn ihr es aus DIN A4 nacharbeitet, braucht ihr 2. 10¼ mal 6 und das zweite Stück Farbkarton ist 11. Das ist etwas länger wie das hier. So, etwas länger. 11 Inch in der Länge und 3¾ Inch hier. Wir hatten das, ich wiederhole das jetzt gerne nochmal mit den Inch. Ihr habt hier auf dem Papierschneider diese kleinen Striche, die nach unten gehen. Das ist jeweils ein Viertel-Inch. Das heißt, wenn jetzt meine Vorgabe heißt 3¾ Inch, dann gehe ich 1, 2 auf mein drittes Inch und gehe 1, 2, 3 Viertel. Ja, das ist immer genau ein Viertel. Bis zu diesem Strich gehe ich, dann ist das mein 3¾ Viertel. 11 Inch brauche ich gar nicht erklären, das ist eine glatte Zahl. Das ist kein Problem. Und die 10¼, die wir hier rüber hatten, genau dasselbe. Ihr geht bis auf 10 Inch und dann geht ihr ein Viertel weiter. Muss ich vielleicht kurz näher rankommen. Hier habt ihr die 10 Inch und dann ist hier 10¼. Da seid ihr ungefähr, aber es wird halt nicht ganz gleich, ungefähr bei 26 cm. So, dann braucht ihr noch ein Stück für den Aufleger, ein Stück Flüsterweiß habe ich jetzt hier genommen in 4¼ Inch mal 5¾ Inch. Auch das schreibe ich noch in die Kommentare. Und das Designerpapier ist ein Viertel weniger. Also es ist einfach ein Viertel an allen Seiten weniger. Das heißt, 4¼ war Flüsterweiß. Dann habe ich 4 für mein Designerpapier. Hierüber hatten wir 5¾. Ein Viertel weniger ist 5½. Aber wie gesagt, Maße schreibe ich unten in die Infobox auf jeden Fall rein. Das ist dann der Aufleger. So, und dann wird gefalzt. Es ist nämlich wirklich mit der Anleitung, ups, super schnell und einfach für euch nachzumachen. Ihr habt jetzt hoffentlich euer Stück zurechtgeschnitten auf 10¼ mal 6
Inch. Dann können wir loslegen mit Falzen. Und zwar falzen wir, Moment, das ist außen, genau. Da brauchen wir ja nur zwei Falz, um diesen Buchrücken hier zu machen. Also nur zweimal falzen. Einmal bei 4,5, also ein Viertel, ein Halb. Hier ist 4,5, das ist auch der große Strich hier. 4,5. Na. So, nochmal. 4,5 und 5/5. So, die Achtel, wenn das hier Viertel waren, sind die Achtel genau hier in der Hälfte. 2/8 sind ein Viertel. Das ist einfach Mathematik. Das heißt, wir gehen 1, 2, 3, 4, 5/8 rauf. Dann lande ich hier. Dann wird gefalzt. Und dann habt ihr am Schluss hier beide Seiten gleich. Wenn euch das so rum nicht gefällt mit dem Abzählen, dann nehmt 4,5 von der Seite, dreht den ganzen Bogen und macht wieder 4,5 von der anderen Seite. Das kommt dann auch in etwa hin. So. Das ist die Grundhülle oder die Außenhülle. Dann brauchen wir ja noch mit dem kleineren Streifen die Innenbox. Die falzen wir bei 2¼ Inch. Schieben um 1 Inch weiter, weil das ist ja hier so unsere Breite in etwa. 2¼, dann machen wir 3¼, also auch hier von der 3 aus wieder einen Strich weiter, 3¼. Jetzt schieben wir viel weiter, weil wir jetzt die komplette Front brauchen, bis auf 7¾. Jetzt sind wir hier bei 7¼, 2¼, 3¼. Und wieder um 1 Inch weiter bei 8¾. Also 8¾. So. Wir wollen ja aber auch, dass es unten verschlossen ist. Also drehen wir es jetzt einmal der Länge nach und falzen bei 1 Inch die komplette Länge. So. Das war es auch mit der Falzerei schon. Jetzt wird geschnitten und zwar brauchen wir Klebelaschen. Einmal hier. Ich schräg mir das immer ab. Ich habe das Gefühl, dann geht das besser zum Zusammenkleben. Und das Ganze mache ich auf der Seite auch nochmal. Und auch wieder anschrägen. So. Dann knicken wir natürlich unsere Falzlinien vor. Gerne auch mit einem Papierfalter, der übrigens immer noch nicht aufgetaucht ist. Ich habe 2, mindestens. So. Und jetzt seht ihr, wenn ich die schließe, dann geht die trifft sich passgenau. Also ihr habt dann vorne und hinten verdeckt sich das. Um sie zusammenzukleben, nehme ich jetzt wieder den Flink und Fest Plus, oder? Auf jeden Fall habe ich jetzt auch noch einen Tipp für euch, wie ihr den am besten abrollt. Da bin ich jetzt auch bei einer Kollegin drauf gestoßen. Wer den anderen, den Snail und die vorigen Kleber kennt, da musste man immer so zur Seite abziehen. Das braucht ihr hier nicht. Das Einzige, was ihr macht, ist, jetzt muss ich selber schauen, wenn ihr ihn aufbringt, jetzt muss ich quer gehen, so, ganz am Ende setzt ihr den Roller steil und hebt ihn an. Also ihr bringt den Kleber auf und dann geht ihr steil und dann könnt ihr ihn in der Dauerschleife verwenden. Ich zeige es euch gerne hier auf der Verpackung. Also ich brauche hier meine 2 Laschen,
brauche ich den Kleber. Ich gehe runter, gehe hoch. Ich gehe runter und hoch. Und dann habt ihr immer Kleber an der Spitze. Also da passiert euch nichts. So, jetzt nehmen wir zuerst die beiden Außenseiten. Kleben die hier zusammen. So. Dann wird die Box nach innen gesetzt und wir verschließen sie, sodass wir unten eine bündige Kante haben. Das sieht dann einfach hinterher schöner aus. Ihr könntet da jetzt natürlich auch wieder den Flink und Fest Plus nehmen. Ihr könnt Abreißklebeband nehmen, irgendwas, was gut haftet. Ich nehme jetzt in dem Fall den Tombo, da kann ich ein bisschen hin und her schieben noch beim Zusammenkleben. Das ist mir da ein bisschen, ja, ein bisschen lieber. Da habe ich so ein bisschen Spielraum. Wenn ich den hier runter drücke, nehmen wir mal erst die eine Seite. Bei dem ist nur immer wichtig, dass der mal Gegendruck kriegt von der anderen Seite. Dann haftet das eigentlich sehr gut und sehr schnell. So, gerne auch auf den Boden stellen. Gegendrücken hier mit dem Kleber geht auch. So, dann habt ihr das Innenleben fertig. Und auch hier würde ich jetzt wieder mit Flüssigkleber arbeiten, weil ich ihn positionieren kann. Überlegen. Und diese Seite kriegt auch noch ein bisschen Kleber ab. Dann lege ich mir die hier unten passgenau auf meine Kante, dass ich unten angekommen bin. Gehe hier rauf und verschließe das Ganze. Ich halte das jetzt ein bisschen, weil ich eben den Flüssigkleber genommen habe. Gehe hier ein bisschen mit dem Finger rein, drücke das Ganze ein bisschen, dass ihr das auch sehen könnt, hier mit der Hand an, dass er einfach ein bisschen Kontakt bekommt. So, und dann ist die Grundverpackung fertig. Jetzt wollen wir es natürlich noch ein bisschen verzieren. Und hier gibt es nur einen Trick mit dem Band eigentlich, wie ihr das drunter verstecken könnt. Ich klebe jetzt meinen Flüsterweiß auf, wobei ich mir gerade überlegt habe, so würde das jetzt ausschauen, ob man da nicht vielleicht auch das Metallic, oder ist das zu viel? Ich könnte jetzt natürlich auch, wow, sollen wir das machen? Wir nehmen das hier, das sieht ja noch mal besser aus. Das ist das Messing Metallic Glanz, also lassen wir das mit dem Flüsterweiß mal weg. Nehmen wir den Messing. Und zwar brauchen wir ihn in 4 1/4 mal 5 3/4. 5 3/4 wäre so, das reicht. Und 4, was habe ich gesagt? 4 1/4. 4 1/4. Ups. Mal 5 3/4. So. Und jetzt gibt es den Meistertrick. Es ist ja verdammt schade, von diesem kostbaren Papier das jetzt alles wegzunehmen, wenn ich nur den Rand möchte. Also jetzt aufpassen. Wenn ihr noch Teile zum Stanzen habt, dann macht das jetzt. Also ihr könntet jetzt noch den Innenraum nutzen und euch Etiketten ausstanzen, irgendwelche Wörter ausstanzen, völlig egal. Also macht das, ja, nutzt den Innenraum, jetzt spiegelt das wieder so, nutzt den Innenraum noch und stanzt euch da was aus. Weil wir brauchen ja nur den Rand. Und es wäre ja jammerschade, wenn wir das dann wegschmeißen würden. Oder ja, nicht wegschmeißen, sondern wenn das komplett verdeckt ist. Das wäre ja sehr schade. Und da wir mit dem Globus was machen, bin ich jetzt gerade der Meinung, ich sollte schnell den Globus durchkurbeln. Moment. So.
Weil wenn es klebt, dann klebt es und dann können wir nichts mehr machen. Eine Platte habe ich. Noch eine Platte habe ich. So, dann gehen wir da jetzt einfach ein paar Globusse ausstanzen. So. Und vielleicht noch. Den kriegen wir hier auch noch. Also ihr müsst nur aufpassen, dass ihr... Oh, jetzt, ihr seht gar nichts. Ihr müsst nur aufpassen, dass ihr euch natürlich jetzt den Rand nicht zerstört. Ja, also ihr müsst... Den Rand müsst ihr schon lassen, aber hier innen drin kann ich jetzt mal doch locker auf jeden Fall hier diese drei Teilchen ausstanzen. Das machen wir jetzt einfach mal. So. Wenn ich auf der anderen Seite rauskomme, müsstet ihr mich wieder sehen. Das ist wirklich nur so ein Papierspartipp für so Sonderpapiere. Da habt ihr ja nicht so viele Bögen, die da mitkommen. Und dann sollte man die schon bestmöglich, denke ich, ausnutzen. Na. So, kommen mal beiseite. Die Big Shot auch. Und dann kleben wir unser Designerpapier hier drauf. Hat auch noch den Effekt, wenn ihr das bei einer Karte macht, dann habt ihr hinten noch Gucklöcher. Aber von vorne sieht man das nicht. Und so kriegt man auch noch gleich die farblich passenden Accessoires für seine Karte. Das finde ich immer praktisch. So, wo ist mein normaler Kleber abgeblieben? Jetzt wird das Designerpapier ganz einfach gemattet. Ich gehe hier vielleicht noch ein bisschen Kleber drauf bei den Aussparungen. Und dann, und das ist so schön. Es ist jetzt endlich wieder bestellbar übrigens, Welt der Abenteuer. So ein traumhaftes Papier. Die ganze Serie ist so schön. Jetzt endlich wieder im Lager eingetroffen. Ganz toll für kleine Fotoalben, für Mini-Alben. Achso, den haben wir gesagt, brauchen wir ja nicht mehr. Wir wollten ja jetzt das Schöne nehmen. Oh ja, gefällt mir gut. Ist schöner als Flüsterweiß. Jetzt muss das Ganze natürlich noch wieder hier drauf. So. Und auch hier, es stören die Löcher nicht, weil ihr seht sie am Schluss nicht mehr. So, jetzt mache ich mir das nur flach. Gucke, dass meine Landkarte die richtige Ausrichtung hat, dass man das lesen kann. Es ist mir nämlich auch schon passiert, dass ich Karten gemacht habe und dann stand das alles auf dem Kopf. Ja, und jetzt habe ich nämlich schon den Fehler gemacht. Nein, ich wollte euch doch noch das mit dem Band. Das geht nur mit Flüssigkleber und auch nur die ersten paar Sekunden. So, langsam. Langsam. Jetzt ist der Zeitpunkt, das Band drunter zu legen. Ja, also wenn ihr das zusammenbinden wollt, so wie ich hier, dann versteckt ihr jetzt das Band unter dem Designerpapier. Ist ja nochmal gut gegangen. Das ist jetzt das Band in Wildlederoptik. Ich habe, glaube ich, fälschlicherweise oben in die Beschreibung geschrieben, es sei ein Band in Espresso. Es mag von der Farbe her stimmen, aber es ist ein Band in Wildlederoptik. Na komm schon. Dann könnt ihr da euer Schleifchen binden. Und dann ja, könnte man die Vorderseite verzieren. Ich habe das hier mit den Buchstaben gemacht aus dem Set oder aus der Produktreihe Playful Patterns und irgendwo dachte ich, schwirrt's rum. Nee, kein Alphabet, aber wir sind ja flexibel, dann nehmen wir einfach Memories and More Karten. Gibt es ja passend zu der Reihe. Und da habt ihr immer tolle Sprüche drin, fertige Aufleger, Karten.
ich habe mir die in eine Box, wir haben ja die Aufbewahrungshüllen so in dick, für die ehemals waren da Holzstempel drin, die gibt es in dick und dünn und die benutze ich Tatsache ganz, ganz viel, um meine Sachen aufzubewahren. Ich habe da teilweise Kleber drin, ich habe Stanzteile drin, ich habe alles mögliche Material zu den Produktreihen, kann ich ja mal hier zeigen. Das war von letztem Jahr hier Magnolien, Memories and More. Ich mache mir das ganz gerne und dann habe ich hier halt einfach meine Überreste, was dann da noch so thematisch dazu passt und sehe das halt gleich, wenn es im Regal steht. Und sie haben natürlich dieselbe Höhe wie die Stempelsets. Das heißt, sieht auch noch ganz toll aus im Regal. Da gibt es eben auch die Welt der Abenteuer. Da kommen ganz furchtbar viele tolle Karten mit und Sprüche mit. Und hier sieht es schon wieder aus. Ich habe da rumexperimentiert. Aber da kommen auch natürlich auch schon geprägte Papiere mit. Also hier, der hier. Allein schon diese Memories and More Karten sind klasse. Also die hätte ich jetzt auch hier für die Vorderseite verwenden können. Aber wir nehmen, was nehmen wir denn jetzt? Ich glaube, wir nehmen so einen Aufkleber. Da sind ja auch Aufkleber bei. Die passen von der Farbe auch. Machen wir jetzt das und das oder machen wir schwierig, ne? Echt schwierig. Mal hier so einen kleinen hin. Sieht ja mal ganz nett aus. Und dann nehmen wir doch Dream. Noch hier unten. Das ist eine etwas andere Variante, ne, wie die hier. Aber auch hier kann ich jetzt eben meine fertigen Grußkarten reinstecken, verschicken, verschenken, aufbewahren. Ups, ach, zur Größe noch. Die Karten, die ihr hier reinmachen könnt, na, sind ganz normale DIN A, also unser Standardformat in Deutschland. Ich kürze mir das nur immer auf 14 cm, wer schon öfter von mir Videos gesehen hat. Ich kürze mir das ganz gerne. Dann ist das... den noch dahin machen. Schwierig für die Kamera, wenn ich mit Metallic-Papier arbeite. Ich merke das schon. Aber dann machen wir einfach hier für die grüne Box noch schnell eine Karte zusammen. Dann seht ihr das mit den Maßen. Wenn ihr noch Lust habt, wenn ihr noch nicht schlafen gehen wollt... Ich nehme die hier nochmal raus. Habe mir hier auch schon Material für eine grüne Karte vorbereitet, hingelegt, zurechtgelegt. Bei den Bändern habe ich mich wieder orientiert, farblich abgestimmt. Also hier war das Farbkarton in Aventurin. Aventurin ist auch im Designerpapier ewiges Grün enthalten. Und natürlich auch im passenden... Schleifenband. Hier hätte ich jetzt auch sehr gut wahrscheinlich Zimtbraun nehmen können. Es hätte dann ein bisschen mehr Kontrast gegeben. Also immer farblich Ton in Ton arbeiten, dann passt das zusammen. So, ich habe hier eine Grundkarte, die ist 10,521, also das ist DIN A4. Das sind 21 cm gefalzt bei 10,5 und sie hat eine Länge von 14. Da bekommt ihr zwei aus einem Bogen und da bleibt dann so ein ganz kleiner Streifen, fällt dann da an der Seite weg. Ich meine, dieser hier. Der ist dann übrig, aber den kann man auch wieder ganz cool einsetzen eigentlich, um ihn auf der Karte zu verarbeiten. Also den bitte auch nicht wegschmeißen, den habe ich hier auch verwendet. Den könnt ihr noch brauchen. So, dann der Aufleger müsste, wenn das 10,5 mal... Das habe ich gesagt, 14 ist, dann ist das hier 9,5 mal 13, 1 cm weniger. Also 1 cm weniger für den Aufleger in Flüsterweiß. Dann habe ich hier einen Streifen, der hat dann eben auch die gleiche Länge wie das Flüsterweiß.
auch aus dem ewigen Grün. Oh, die Seite ist auch schön. Nehmen wir jetzt lieber die Seite oder die andere? Nein, ich glaube, ich wollte die andere Seite nehmen, die grafische. Schwierig, ne? Manchmal ist Designerpapier... Ups, jetzt hätte ich mich beinahe auf meine Big Shot gesetzt. So. Was wollen wir nicht? Auch hier jetzt kurz den Streifen Designerpapier auf meiner Mattung anbringen. Ich habe natürlich das Papier vorher noch oder den Aufleger geprägt. Das könnt ihr machen, müsst ihr aber nicht. Ja, also hier ist der noch mit dem ewigen Grün. Das ist ja so ein Doppelset an Prägefoldern geprägt. Gefällt mir, wenn das so ein bisschen Spielerei im Hintergrund hat. Es trägt nicht zu sehr auf. Aber es sieht halt, wenn man die Karte dann in der Hand hat, merkt man es dann schon. Das ist dann so der kleine feine Unterschied. Dann habe ich auch hier nochmal, so wie hier bei dieser Karte, mit dem gleichen Stempelset gearbeitet und nur die gesegneten Grüße genommen. Zur Dekoration eins dieser goldenen Blätter. Das sind so Zierelemente in Gold. Wie heißen sie? Besonderes Designerpapier, ewiges Gold. Da bekommt ihr die unterschiedlichsten vorgestanzten Motive in Gold. Unter anderem auch komplette Kartenaufleger, würde ich sagen. Also komplett die Größe, die ihr auf die Karten legen könnt. Auch das sieht sehr schön aus. Super filigran. Und da sind eben auch diese schönen Blätter enthalten. Und da dachte ich mir, könnte man doch irgendwie hier so drunter das Blatt geben. Und dann braucht das nämlich auch nicht viel. Ja, das machen wir so. Und zum Aufkleben nehme ich die Klebepunkte, die transparenten. Ich finde, das ist ganz praktisch. So. Da reicht mir auch vermutlich der eine hier. Das soll ja so ein bisschen Spiel haben und luftig und locker sein. Und für den Spruch nehmen wir Dimensionals und kleben das Ganze ein bisschen höher. 4 ist immer gut. 4 kann ich mir an die Finger kleben. Wenn es mehr wie 4 sind, wird es schwierig. Das ist das Maximum an Dimensionals, was meine Finger so abkönnen. So. Und auch heute bin ich natürlich schon wieder schwarz. Es geht nicht. Es geht nicht, ohne dass ich mir die Finger schwarz mache. So, jetzt kommen unsere gesegneten Grüße hier drauf. Und fertig ist die nächste Karte für die Box. In dem Fall hier für die grüne Box. Kann mir auch vorstellen, dass das ein super schönes Geschenk werden wird. Also gerade in dem Fall habe ich schon jemanden im Kopf, der sich darüber riesig freuen wird, die dann zu verschenken. Ja, und dann kommen die Karten wieder schwuppdiwupp hier rein. Jetzt testen wir gerade noch, ob man da auch die Umschläge mit reinpacken kann. Von der Größe her. Ich würde ja jetzt vermuten, ja. Aber sicher bin ich mir nicht. So. Wo sind die Umschläge? Hier. Umschläge in Flüsterweiß. Könnte eng werden oder geht? Moment. Oh, die sind deutlich größer jetzt wie die Karte. Aber geht. Nee. Würde jetzt ein bisschen oben raus schon. Also Umschläge gehen nicht mit rein, außer ihr verlängert dieses Maß der Box um. Wir können ja mal schauen, um wie viel wir verlängern müssten. Das waren 6 Inch hier. Dann gehe ich davon aus, wenn ihr 6,5 oder so macht. Soll ich euch das nochmal drunter schreiben, wie viel wir hier brauchen? Also wir messen jetzt mal so, wenn das hier drin ist. So. Dann Papierschneider messen. Dann wissen wir, wie lang wir es bräuchten. Ja,
Also so mit 6,5 geht's. Oder ihr macht sie deutlich länger, dann habt ihr 7 Inch. Dann wäre die, würde der Umschlag ungefähr so sich dazu verhalten. Also ihr könnt da variieren, je nachdem, was ihr reinsteckt, ob ihr da noch Umschläge mit reinmachen wollt oder nicht. Sicherlich lässt sich auch eine deutlich kleinere Variante noch basteln, bei der man dann die kleineren Notecards und Envelopes reinmacht. Muss man das ein bisschen downsizen. Und dann geht das auch. Ja. Ich hoffe, ihr bastelt das mal nach. Lasst mich auch gerne wissen, zu welchem Papier ihr gegriffen habt. Ob ihr da auch schon irgendwelche Favoriten habt. Also die zwei sind Tatsache aus dem Jahreskatalog mit meine Favorites. Aber, und jetzt, ich habe gesagt, es gibt keine Sneak Peeks, aber eine Sache muss ich euch aus dem Herbst-Winter-Katalog zeigen, weil sie so gnadenlos schön ist und in dieselbe Richtung geht. Wer das nicht sehen will, Spoiler Alert, macht jetzt die Augen zu. Wer das Herbstpapier nicht sehen will, bitte jetzt Augen zumachen. So, die zwei schieben wir hier mal zur Seite. Wir kriegen nämlich metallic foliertes Papier für den Herbst. Ich bin total hin und weg. Das kommt natürlich nicht in der Größe. Ich habe da schon einiges an Projekten gemacht. Aber ich kann es euch zeigen. Das hier sind Kürbisse mit der Metallic-Prägung. Es sind Blätter auf Minzmakrone mit dieser Prägung. Streifen, also goldene Streifen. Dann hier Eichelblatt, Ahornblatt, Eicheln. Und dazu wird es, und jetzt wirklich die Augen ganz fest zukneifen, dazu wird es nämlich drei kleine Handstanzen geben, mit denen ihr, das ist eins meiner absoluten Favoriten, mit dem ihr hier die Motive, wenn ihr das möchtet, aus dem Designerpapier gleich ausstanzen könnt. Also das funktioniert für das für die Eichel, es funktioniert auch für das Eichenblatt, zeige ich euch auch gerne hier. Aber die Suite gibt es nochmal, die gibt es wirklich in Ruhe, wenn es dann soweit ist. Aber das musste ich euch zeigen, weil ich ja hier auch mit dem Metallic-Papier gearbeitet habe und ich weiß, wie beliebt es war, wie viele von euch oder für wie viele von euch ich es schon bestellen durfte, wie beliebt es in meinem Team ist, das Papier. Von dem her, da kommt auch wieder was im Herbst mit Metallic-Prägung. Dann hier nochmal in Terrakotta, so Blüten. Moment, den hatten wir schon. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann habe ich einen schon komplett verbraucht, oder? Ja, da habe ich nur noch den zweiten Bogen. Der Rest ist schon komplett draufgegangen für den Katalogversand. Das sind dann auch nochmal hier die unterschiedlichsten Blätter. Also das wäre das letzte Papier. Auf der Rückseite sind sie natürlich nicht geprägt, kommen dann aber in wunderschönen herbstlichen Tönen daher. So, das wäre die Rückseite. Also jetzt dürfen übrigens alle wieder gucken, die den Blitzer aus dem Herbst-Winter-Katalog nicht sehen wollten. Ihr dürft jetzt wieder gucken. Dann kann ich mich nämlich von allen verabschieden. Ich hoffe, es hat euch auch heute Abend wieder Spaß gemacht. Wie gesagt, die Falzmaße kommen jetzt dann noch in den Kommentaren, dass ihr das nicht mitschreiben müsst. Ihr könnt euch aber das Video auch abspeichern zum Nachbasteln. Dann könnt ihr das dann machen, wenn es euch in den Kram passt, wann es euch in euren Tagesablauf passt. Aber ich glaube, ganz nett. Was man noch machen könnte, natürlich, wenn man sie so im Regal stehen hat und es nicht verschenkt, also meine werden verschenkt, aber dann würde ich mir hier wahrscheinlich beschriften, was es ist. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass man da so Swap-Karten reinmachen kann. Da übrigens Schande über mein Haupt. Hier ist der letzte Team-Swap und ich habe ihn euch noch nicht gezeigt. Aber das Video kommt. Es sind so schöne Sachen dabei, aber dann nehme ich mal eine, die passt nämlich hier rein. So, das ist eine aus unserem Team-Swap, eine Karte. Die wäre natürlich jetzt der Knaller hier für die Verpackung.
Und dann könnte ich mir vorstellen, dass man da einfach auch so ertauschte Karten, ja, Karten, Weihnachtskarten, jetzt schon dran denken, was macht man mit den Karten, die man an Weihnachten geschenkt bekommt, geschickt bekommt von Freunden und Familie. Warum nicht schön aufbewahren, Weihnachten 2020 draufschreiben und sich dann so eine kleine Sammlung anlegen. Also ich glaube, die Grundverpackung kann man für ganz, 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 ganz viele Gelegenheiten verwenden, egal ob für sich oder zum Verschenken. So, jetzt aber ab ins Bett. Ihr und ich. Und mal gucken, wann ich die anderen Videos so nachhole. Und lasst mich mal wissen, ob ihr, wie ihr das seht mit dem Winterkatalog. Wollt ihr das sehen jetzt schon? Oder wollt ihr das lieber noch nicht sehen? Winterkatalog, yay oder nay? Ich bin ja nicht beratungsresistent und lasse mich da gerne von euch führen. So, jetzt aber gute Nacht. Danke fürs Zuschauen, ihr Lieben. Und bis zum nächsten Mal. Ups, die ist zu groß, oder? Die ist zu groß. Die war Übergröße. Eure Dani von Stempeltier.